Ich möchte euch hier an ein paar Rechengesetze erinnern. Zum einen hatten wir das Vertauschungsgesetz oder auch Kommutativgesetz. Dieses ist kurz aufgeschrieben als a plus b gleich b plus a, genauso für die Multiplikation a mal b gleich b mal a. Das heißt, bei einer Summe kann ich die Summanden vertauschen und bei einem Produkt kann ich die Faktoren vertauschen. Dann hatten wir das Klammer- oder auch Assoziativgesetz. Wenn ich a plus b plus c habe, ist das das gleiche wie in Klammern a plus b plus c oder a plus in Klammern b plus c. Das gilt auch für die Multiplikation. A mal b mal c ist das gleiche wie a mal b in Klammern mal c und das ist das gleiche wie a mal in Klammern b mal c. Ich kann also bei der Addition und bei der Multiplikation beliebig klammern. Dann gibt es noch ein paar interessante Sachen zur Null, die man beachten sollte. Das heißt, eine beliebige Zahl a plus 0 ist immer gleich a. Und a minus 0 ist gleich a. Bei der Multiplikation sieht das etwas anders aus. Da habe ich a mal 1 ist gleich a oder a durch 1 ist gleich a. So, was gibt es noch zu beachten? Wenn ich 0 durch a teile, erhalte ich immer 0. Achtung, a geteilt durch 0, das geht nicht. Durch 0 darf ich nicht teilen. Achtung, Vorsicht, geht nicht. Das muss ich bedenken. So, noch wichtige, ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen, die ihr euch merken solltet. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den Übungsaufgaben.